Währenddessen engagieren sich mehr und mehr Menschen, um die alten Sorten zu retten. Er macht sich auf die Suche. Andreas Hoppe, nicht nur Tatortkommissar, sondern im echten Leben ein Verfechter regionaler, gesunder Ernährung. Angeblich gibt es in Deutschland 2500 Apfelsorten. Die Frage ist nur, wo? Wo ist der Bittenfelder Sämling? Wo ist Herzogin Olga? Oder Girins Rambur? Hier gibt es auch nur die üblichen Verdächtigen, wie zum Beispiel diesen Granny Smith. Das ist ein Normapfel. Den gibt es von Italien bis nach Norwegen in den Regalen. Und er sieht überall gleich aus. Die Vielfalt, die ist verschwunden. Ich habe im Internet 751 verschiedene Bohnensorten gefunden. Tja, hier gibt es für jedes Gemüse nur eine Sorte. Ich würde jetzt gerne einen Vetriner Taubenapfel essen. Oder einen Öhringer Blutstreifling oder eine Möhre namens Ochsenherz. Was ist passiert? Wo sind die alten Sorten? Ich werde mich auf die Suche machen.